Ich habe diese Diskussion über Flickenteppiche zugegebenermaßen nur in der Politik und in Medien wahrgenommen. Bei dem Blick aus Berlin, wenn man auf die Landkarte guckt, ist das natürlich immer schön, wenn alles möglichst einheitlich ist, geht aber an der Lebenswirklichkeit der Menschen völlig vorbei. Unterschiedliche Handlungen, wenn die Inzidenzen unterschiedlich sind, ist der absolut richtige Weg. Die Inzidenz als Maßstab, davon rät dieser Virologe dringend ab. Das sind willkürliche Zahlen, die können massivst beeinflusst werden von der Zahl der Tests. Je mehr ich teste, desto höher ist auch diese so gefühlte Inzidenz. Sie können massiv beeinflusst werden auch von der Personengruppe, die ich konkret teste. Es gibt viele andere Störfaktoren. Und vor allen Dingen, sie zeigt nicht den an, wie viele Personen wirklich erkranken. Nach zarten Öffnungen in Berlin shoppen mit Negativtest droht ihr ein unbefristeter Shutdown, obwohl das RKI beim Einzelhandel kein erhöhtes Infektionsrisiko festgestellt hat. Fassungslosigkeit. Ich werde enteignet, ich werde nicht entschädigt. Man wird hier als einzelne Branche geopfert für den Gesundheitsschutz und außen vor gelassen aus meiner Sicht. Also es wird immer von der Wirtschaft geredet, aber die Wirtschaft ist in dem Maße gar nicht betroffen. Kontaktvermeidung um jeden Preis, so das Ziel, aber doch nicht draußen, mahnen Aerosolforscher und schlagen Alarm. Wir müssen eigentlich alles tun, um die Leute zu motivieren, ins Freie zu gehen. Auch Sportveranstaltungen, also Amateursport im Freien, würde ich sofort öffnen. Ja, wir müssen die Leute aus den Räumen rausbekommen. Letztendlich möchte man mit einer solchen Ausgangssperre ja in erster Linie andere Maßnahmen, nämlich Kontaktbeschränkungen, einfach vereinfachter durchsetzen. Das hat natürlich zur Folge, dass wir eine Vielzahl von Verhaltensweisen, die an sich völlig unproblematisch sind, dass sie keinen Beitrag zum Infektionsgeschehen leisten können, man denke an den abendlichen Spaziergang, verbieten. Und mit einer solchen Holzhammermethode dann die Grundrechte einzuschränken, das ist schwierig. Bremsen, bis es quietscht. Was als Durchgriff geplant war, droht zu entgleiten. Der Schutz des Lebens gegen alle anderen Rechte und das im 14. Monat der Pandemie.